nächsten Sprung hin? Ryujin Industries kann dir helfen. Fülle noch heute eine Bewerbung aus und werde Teil der fortschrittlichsten Technologiefirma in den besiedelten Systemen. Mhm. Bewerbung über uns, unser Tochterunternehmen. What? Fragen beantworten. Arbeitserfahrung. Wie viele Jahre in der Assistenzposition oder in Unternehmen? Über 10 Jahre. Wie vertraut bist du mit Ryujin-Produkten? Sehr. Wie gut kennst du dich mit Tippen von Dateien und Verwalten aus? Sehr gut. Welchen Bildungsabschluss hast du? Keinen. Hochschul. Master oder höher? Bist du vorbestraft? Ne. Voll gelogen. Oh weia. Da hinten sollen wir hin. Voll geschwindelt. Wo ist Sarah eigentlich? Ja, das hat ja gut funktioniert. Und die Werte der Vanguard, ihre Loyalität, Eigenverantwortung. Ja, nun. Das mit Sarah hat gut funktioniert. Sarah, freut mich. Wer ist das denn? Hoffentlich das neueste Constellation-Mitglied. Wir machen ein bisschen Basisarbeit zusammen. Haha, von Natur aus neugierig, ja? Hey, willst du nicht der Vanguard beitreten? Den United Colonies helfen, ein paar Credits verdienen? Womöglich UC-Bürger werden? Vielleicht später, erst muss ich... Constellation, klar. Nein, die Stirn erkunden. Keine Kriege führen. Was ist die Vanguard? Die Freiwilligenflotte der United Colonies. Unabhängige Captains können mit ihrem eigenen Schiff beitreten und die UC versorgen sie mit Arbeit und Credits. Und als Vanguard kriegst du garantiert die UC-Staatsbürgerschaft mit allen Vorteilen. Rabatte auf UC-Waren und medizinische Behandlungen. Die Chance auf eine Wohnung in New Atlantis. Anders kommt ein ausländischer Captain da nie ran. Also, bist du dabei? Ja, na klar, warum nicht? Klasse! Fehlen nur noch ein paar Formulare, der UC-Orientierungskurs, die Prüfung und eine Probemission. Wir müssen ja sicher gehen, dass du da draußen bestehen kannst. Wenn du dich gut machst, hütest du schon bald den Frieden. Vergiss nicht, dass ich ihn wieder brauche, wenn du ihm dein schickes Outfit angezogen hast. Keine Angst, Sarah. Ich vergesse dich nicht. Und unsere kleine Sache hinterher auch nicht. Eins nach dem anderen. Begib dich zur Orientierungshalle und melde dich am Registrierungsterminal an. Das System führt dich durch den Rest. Oh, und wenn ein Kopfgeld auf dich ausgesetzt ist, musst du mit den Colonies alles klären, bevor wir dich annehmen. Aber falls du Fragen hast, kann ich sie dir beantworten. Der Prozess beginnt mit der Registrierung in der Orientierungshalle. Oder hast du eine Frage? Ja, wir wollten noch was für die Constellation klären. Ach, stimmt. Hätte ich vor lauter Rekrutierung fast vergessen. Ich nicht. Spuck's aus, John. Bevor du noch versuchst, ihn zu überreden, zu den Marines zu gehen. Okay, pass auf. Es gibt einen Vanguard-Freiwilligen namens Moara, der in der alten Heimat patrouilliert. Sol, Mars, Neptun, du weißt schon. Im Sol-System? Mit welchem Admiral hat der sich's denn verscherzt? Er kommt vom Mars, ist da aufgewachsen. Außer ihm will da keiner arbeiten. Angeblich hat er den alten Groundern eine schicke Kühlerfigur aus Metall gezeigt. Passt auf Sarahs Beschreibung. Okay. Können wir dann auch zur Erde und so? Das wäre natürlich interessant. Wir reden mit ihm. Wir können ein gutes Angebot machen.
Durch die Entdeckung wird als Zierdaten gebraucht. Wer ist er überhaupt? Oh, der ist schon ewig dabei. Rekrut Nummer 81 oder so. Ja, was ist denn im Soul-System denn so schlimm? Soll das ein Witz sein? Das ist der unbeliebteste Posten in der ganzen Flotte. Das Einzige, was die UC da interessiert, ist der Mars. Und da will niemand hin. Da wollen alle weg. Okay. Im Soul-System gibt es viele Planeten, aber ein Veteran wie Moara ist sicher regelmäßig in Cydonia. Du meinst in den Bars, oder John? Hey, Patrouillenfliegen kann durstig machen. Kannst du uns über Cydonia erzählen? Ja, nimm ein Malbuch mit. Du gewöhnst dich so an das Rot, dass du vergisst, wie blau und grün aussehen. Ja, was? Musst du ihn fragen, aber Vanguard-Freiwillige haben Bergungsrechte, wenn sie in einen Kampf geraten. Würde mich nicht wundern, wenn er es einem Piraten abgenommen hat oder so. Okay. Und ja. Gut. Ich war lange nicht mehr auf dem Mars. Das Sol-System wird relativ wenig bereist. Adieu. Nee, ich bin raus. Was wollte ich denn jetzt? Ich wollte nicht auf die Karte, ich wollte hier hin. Ich wollte erstmal gucken. Wir haben ja noch physisch. Rangaufstieg. Sprinte 2500 Meter. Für mindestens. Kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Kann ich. Fitness. 10 mehr Sauerstoff. Für Gesundheit. Ja, das Sauerstoff ist. Ja, bitte. Ich brauche 20 mal allen verfügbaren Sauerstoff. Ja. Das kriege ich auch hin. Das ist kein Problem. Rekrutierung. Wenn du keinen Termin hast, musst du bitte in der Lobby warten. Ja, ich. Was war das? Orientierungshilfe, ne? Dann machen wir das doch mal flott fertig, wenn das geht. Bist? Nee. Moment. Skills Inventar. Alte Heimat. Frage nach. Fraktionen. Super Ed Ultra. Vanguard. Ah, hier ist doch richtig. Bewertung. Ich prüfe Beitrittsvereinbarung. Zuvor musst du jegliches ausstehende UC-Kopfgeld bezahlt werden. Ja, Kopfgeld 0. Stimme zu. Einwilligung, Dokumente, Hauptmenü. Willkommen. Okay. Im Jahr 2150 erfuhr die Menschheit, dass die Magnetosphäre der Erde innerhalb von 50 Jahren zusammenbrechen und alles Leben ausgelöscht werden würde. Entschlossene Maßnahmen waren nötig, doch der sichere Transport einer gesamten Zivilisation
würde ein vollkommen neues Maß an Kooperation, Mut und Einheit erfordern. So wurden 2159 die United Colonies gegründet, um diese Reise zu ermöglichen. Kaum ein Jahr später landete die Galileo, das erste von vielen Kolonieschiffen, hier auf Jamison. Und eine neue Ära der Menschheitsgeschichte begann. Die Ära der United Colonies. Wie viel Arbeit und Planung wohl nötig war, um den gesamten Planeten zu evakuieren. Ich hoffe, da kommen keine Daten. Seit ihrer Gründung streben die United Colonies danach, allen ihren Bürgern Chancengleichheit, Sicherheit und Frieden zu gewähren. Doch in den United Colonies gab es Stimmen, die noch mehr verlangten. Unabhängigkeit. 2161 verabschiedeten die UC also die Centaurus-Erklärung. Die UC-Bürgern die Besiedlung entfernter Planeten und die Gründung souveräner Kolonien erlaubt. Schon bald darauf, im Jahr 2188, wurde die erste neue Fraktion offiziell gegründet, das Freestar Collective. Später folgte Haus Varun, das sich 2230 dem Universum präsentierte. Das Ergebnis der Centaurus-Erklärung hat für mich einen bitteren Nachgeschmack. So viele Konflikte. 2000, das Varun klingt so ein bisschen nach Skyrim und Co. Erst im Jahr 2230 nahm die Fraktion namens Haus Varun erstmals Kontakt mit dem Rest der besiedelten Systeme auf. Haus Varun, eine Fraktion wie keine andere, wurde von Kolonisten gegründet, deren Schiff 40 Jahre zuvor nach dem Abflug aus New Atlantis verschwunden war. Haus Varun ist eine gänzlich den Grundsätzen ihres Gründers, des Isolationisten Jinan Varun, verschriebene theokratische Union. Anfänglich bot es den besiedelten Systemen den Frieden an. Haus Varun beteuerte nur die Botschaft seines Gottes, der großen Schlange, verbreiten zu wollen. Niemand ahnte, dass diese Gottesverehrung die Form eines blutigen Kriegs annehmen würde, des Kreuzzugs der Schlange. Das Freestar Collective wurde ursprünglich 2188 gegründet, als die Bürger von Aquila einen Verteidigungspakt mit der Vergnügungsstadt Neon eingingen. Doch nachdem die UC 2194 eine medizinische Sternenstation im Orbit von Nereon etablierten, beantragten dessen Bürger ebenfalls den Beitritt zum Freestar Collective. Die darauffolgenden Spannungen zwischen dem Freestar Collective und den UC führten zum ersten intergalaktischen Konflikt der besiedelten Systeme, im Krieg von Nereon. Trotz des entscheidenden Siegs der UC gewährten die Colonies den Bürgern von Nereon den Beitritt zum Collective, was die stolze und unabhängige Vereinigung begründete, die bis heute besteht. Okay, Geschichtsunterricht. Im Jahr 2240 erklärten die Truppen von Haus Varun dem Rest der menschlichen Zivilisation den Krieg und begannen den Kreuzzug der Schlange. In den kommenden 23 Jahren töteten Agents von Haus Varun im Namen ihres Schlangengotts tausende unabhängige Siedler, Freestar und UC-Bürger. Erst als im Jahr 2263 der Gründer verstarb und sein Erbe Jarek ihm nachfolgte, bot Haus Varun endlich den Frieden an. Einige Mitglieder von Haus Varun weigern sich jedoch noch heute,
das Ende der Kampfhandlungen anzuerkennen, das ihre Anführer ausgerufen haben. Selbst nach dem mysteriösen Verschwinden von Haus Varun bleiben diese Fanatiker eine Bedrohung für die Menschheit. Ihre Befriedung ist ein Ziel der gesamten Galaxie. Scheiße. Lass mal den Test ich angucken. Ich hoffe ja, das ist nur eine Phase. Das ist der was? Wahnsinn. Ein echter Terrormorph. Ein was? Scheiße. Gott, was ist denn das? Abend, Sir. Nabeln. Ganz schön viel Geschichte. Pilotensimulation. Na ja, dann. Kein Geschichtstest. Wir könnten uns den Rest theoretisch ein bisschen angucken, aber. Steigt bitte in die ausgewiesene Simulationskammer. Ich habe viel Zeit in solchen Simulatoren verbracht. Sie sind erstaunlich realistisch. Viel Vergnügen. Danke. Prüfungsaufsicht Samuelson. Ah, du bist unser möglicher Neuzugang. Ich bin ja. Samuelson. Ich mache die Prüfungsaufsicht. Der Simulator ist bereit. Du kannst jederzeit rein. Natürlich. Du durchläufst eine äußerst realistische Kampfflugsimulation. Hier im Mast von Mitgliedern des Wissenschaftsstabs der UC erdacht. Du hast die Aufgabe, mindestens 3 Stufen von simulierten Gegnern zu besiegen. Wenn du die Prüfung bestehst, kannst du dich auf deine Probemission begeben. Falls du mehr als 3 Gegnerstufen besiegst, verringert sich die erforderliche Dienstzeit zum Erlangen der Staatsbürgerschaft. Und dein Verpflichtungsbonus steigt. Du kannst es so oft du willst versuchen, bevor du zu Commander Tuala zurückkehrst und den nächsten Schritt der Bewerbung in Angriff nimmst. Wir speichern nur die höchste hier erreichte Punktzahl. Na dann. So gut. Probieren wir nochmal unser Glück. Das ist die Mark 18 Flugsimulationskammer. Du bist derzeit im Orbit einer detaillierten Nachbildung einer entlegenen Welt. Wenn du bereit bist, nimm bitte einfach auf dem Pilotenstuhl Platz. Die Prüfung ist simpel. Besiege möglichst viele Stufen von Gegnern, bevor dein Schiff zerstört wird. Um zu bestehen, musst du mindestens 3 Stufen von Gegnern besiegen. Ich wünsche eine gute Jagd. Na dann. Neue Ziele aktiv. Auf den Antrieb zielen? Ziel besiegt. Alle Ziele eliminiert. Fortschritt aufgezeichnet. Stufe 1 erreicht. Leite Stufe 2 ein.
neue Ziele aktiv. Man. Hier, Junge. Ja, schade. Ich wurde besiegt? Wie ist denn das passiert? Hä? So ein Käse. Ach ja. Sehr fies. Neu starten. Das erste lief so gut, weißt du? Simulationsneustart. Gleich kommt dein erster Gegner. Nee, ja. Neue Ziele aktiv. Es gibt Erfahrung dafür. Sehr cool. Bist du noch nie zuvor geflogen? Nee. Tu nur so. Bin vorher noch nicht geflogen. Außer auf die Nase.
trinken. Mistdinger. Weiterkommen oder nicht? Es ist ja schön, dass er die Stufe speichert. Das heißt, ich könnte das noch ein bisschen weiter probieren, selbst wenn ich hops gehe. Wenn ich Glück habe. Wenn ich es richtig verstanden habe auch. Na komm. Ich berechne dich gleich, Junge. Alle Ziele eliminiert. Fortschritt aufgezeichnet. Stufe 2 erreicht. Leite Stufe 3 ein. Stufe 2 war schon scheiße schwer. Neue Ziele aktiv. Hoppala! Achso, ihr seht mich gar nicht, ne? Fällt mir gerade auf. Ah. Gar nicht, Lügner. Eine Pause einlegen. Gar nicht, ich wurde nicht besiegt. Lügenspiel. Wie ist das eigentlich mit... Ach, ich komme gar nicht auf meine Skills und nix hier. Schade. Wollte nur was gucken. Oh, wir sind schon nach. Ach, Mist. Moment. Simulationsneustart. Gleich kommt dein erster Gegner. Kann ich eigentlich. Ja. Neue Ziele aktiv. Warte. Backtools. Schildverbesserung. Würde die Gegner Schadensteigerung? Okay, Sand. Ah. Aha. Ich könnte das hacken. What? Okay. Schildverbesserung aktiv. Schadenssteigerung aktiv. Neuer Verbündeter aktiv. Aha, aha. Ich hoffe, das fällt mir nicht auf die Füße.
Hui! Ziel besiegt. Sehr schön. Holzkörper wären gut. Hallo, wo bist du? Na komm. Versuch es doch wenigstens. Ja, wenn du nicht ständig abhauen würdest, Mann. Nicht verbündete Schiffe, wo sind die? Aua. Rückwärtsgang geht auch. Hoppala, wollte nicht F drücken. Ziel besiegt. Alle Ziele eliminiert. Was macht Fortschritt F? Aufgezeichnet. Stufe 3 erreicht. Herzlichen Glückwunsch. Du hast genügend Gegner besiegt, um die Prüfung zu bestehen. Du kannst den Simulator jetzt durch die Luke verlassen und deine Punkte speichern oder die restlichen Stufen in Angriff nehmen. Ich mache erstmal Folgendes. Geh mal raus. Zip. Ach ja. Prüfung wird fortgesetzt. Neue Ziele aktiv. Ja. Ich würde sagen, erstmal vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wir sehen und oder hören uns bei der nächsten Aufnahmesession Starfield. Ich muss schneiden und so weiter. Letzte Folge wird ein paar Minuten länger. Also, bis dato, reingehauen.